B wie Burnout. Beim Burnout ist die Seele betroffen, also die Gedanken und die Gefühle. Man ist ja erschöpft. Meistens hat das mit Problemen bei der Arbeit zu tun. Man kann seine Arbeit dann nicht mehr richtig machen und man hat auch keine richtige Lust darauf. In Deutschland haben etwa 4 von 100 Menschen Burnout, Frauen etwas häufiger als Männer. Was genau passiert bei einem Burnout? Erstmal, ganz streng genommen, ist Burnout keine offizielle Krankheit, denn da sind sich die Fachleute noch nicht ganz einig. Und was genau Burnout ist, dafür gibt es auch noch keine einheitliche, feste Beschreibung. Also man kann nicht sagen, wenn bei einer Person das und das passiert, dann hat die Person Burnout. Es ist ein bisschen komplizierter. Was man weiß, Burnout ist oft so ähnlich wie eine Depression, beziehungsweise da gibt es Überschneidungen. Depression ist ja eine Krankheit der Seele. Aber Menschen mit Burnout haben eben ganz unterschiedliche Beschwerden. Bei Burnout ist man ganz oft erschöpft und müde. Manche Menschen haben das Gefühl, dass zu viel von ihnen verlangt wird. Oder dass ihre Arbeit nicht geschätzt wird. Manche Menschen können nicht so gut mit ganz viel Stress umgehen. Manche wollen auch immer alles perfekt machen, aber das geht natürlich nicht. Da verlangen sie zu viel von sich selbst. Wer einen Burnout hat, kann auch nervös werden und sich vielleicht schwer konzentrieren. Dann kann er oder sie auch nicht mehr so gut arbeiten. Und manche können nach der Arbeit schwer abschalten. Es kann auch sein, dass Menschen alles sinnlos finden und sich leer fühlen, wenn sie einen Burnout haben. Oder sie haben Angst, auch Angst vor der Arbeit. Oder sie werden ganz pessimistisch. Sie finden also gar nichts mehr gut. Manche Leute ziehen sich dann auch zurück und wollen nichts mehr mit anderen zu tun haben. Manchmal meldet sich auch der Körper. Man kann nicht gut schlafen, man hat Rücken- oder Kopfschmerzen. Das Wort Burnout kommt übrigens aus dem Englischen. Es bedeutet so viel wie ausgebrannt. Und so fühlen sich die Menschen dann nämlich auch oft. Was kann man dagegen tun? Man kann lernen, mit der Belastung bei der Arbeit oder anderswo besser umzugehen. Dazu geht man am besten erstmal zu seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin. Die leiten einen dann weiter, wenn sie zum Beispiel denken, dass eine Gesprächstherapie helfen kann. Da spricht man mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin über seine Gefühle und Gedanken und dabei bekommt man auch Tipps für den Alltag. Und es gibt auch Programme, da lernt man mit Stress besser umzugehen. Auch Bewegung kann eventuell helfen oder Techniken, mit denen man sich entspannen kann. Manchmal hilft es auch, mit vertrauten Menschen zu sprechen, die einen verstehen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut mal in die Infos der Folge. Und wenn es euch gerade sehr schlecht geht, dort haben wir auch Anlaufstellen verlinkt, wo ihr Hilfe findet. Das war Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. In unserem Lexikon gibt es auch Folgen zu Depressionen oder Angststörungen. Übrigens, ein Burnout können auch Menschen haben, die keine bezahlte Arbeit machen. Also die zum Beispiel Verwandte pflegen oder sich um ihre Kinder kümmern. Alles, was im Leben richtig anstrengend ist, kann zum Burnout beitragen. Aber natürlich bekommen nicht alle, die ein anstrengendes Leben haben, automatisch ein Burnout.